Hallo und willkommen zurück hier auf Summer Island in dem Projekt Summertime. Gestern gab es vier Partien, vier recht, ja, ich sag mal, ruhigere Partien. Eine aber, die ist mir da ganz besonders aufgefallen und die war auch wirklich irgendwie spannend, ich weiß auch nicht. Also Nigeria gegen Argentinien, ja, wer das gesehen hat, wow, also ich war echt begeistert. Zum einen, dass Nigeria so gut mithalten kann und nicht nur mithalten kann, sondern teilweise auch wirklich auch das Spiel mal ein wenig geführt hat. Ja? Und zum anderen, dass Argentinien doch noch so gefightet hat und hinten haust, dieses seine Tor geschafft hat. Es war beeindruckend. So, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die Einzelpartien an und wie wer getippt hat. Das sind hier diese zwei Blöcke. Partie Nummer 1 war Australien-Peru. Haben wir hier, ging 0-2 für Peru aus. Dann haben wir hier die Partie Dänemark gegen Frankreich, wohl die langweiligste aller Zeiten. Nehmen wir auch mal mit. So, dann haben wir Nigeria gegen Argentinien. 1-2. Die hat Spaß gemacht. Und Island gegen Kroatien steht nicht hier. Es war 1-2 für Kroatien. Kroatien hat nun die B-Mannschaft aufgestellt. Wir können es ja noch ganz schnell eintragen. So. Muss ja alles seine Richtigkeit haben und seine Ordnung. 1-2. So. Ja, hat die B-Mannschaft aufgestellt, aber Island hat es trotzdem nicht geschafft. Nun ja, gut. Island ist wohl einfach noch nicht so weit, um bei einer WM richtig mitspielen zu können. Ist schade, weil alles um Island herum, ja, um die spielerischen Fähigkeiten der Spieler ist wirklich fantastisch an Island. Ja. Die Fans sind toll, die Einstellung ist toll, die Fangesänge sind grandios. Aber das Fußballerische ist noch so ein bisschen, ja, da müssen wir noch was machen. Die erste Partie, Australien gegen Peru. Peru hat 2-0, also 0-2 gewonnen. Das hat niemand getippt. Alle waren für Australien. Australien, 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 unentschieden, unentschieden, Australien. Gibt also keine Fläschchen. Meine Güte, ne? Wer hätte das gedacht? Nun gut, Peru, okay, klar. Dann haben wir Dänemark gegen Frankreich. Ein 0-0. Ja, richtig unspannend. Hat auch niemand gedacht, dass es unentschieden ausgeht. Geschweige denn 0-0. Ich bin ja eigentlich so jemand, ich habe jetzt viele Unentschieden getippt, aber hier natürlich nicht. Ach, na gut, okay, auch keine Fläschchen. Was haben wir denn hier? Nigeria gegen Argentinien. Argentinien 1-2, Max Games Volltreffer. Sehr gut, das gibt direkt mal drei Fläschchen als einziger 1-2 getippt. Also fangen wir erstmal mit Max Games an. Max Games 1-2-3. Dann haben wir, falsches Buch, hier. Chiro lag ein bisschen wieder daneben. Sie dreht die Ergebnisse ja gern mal um. Rira hat den richtigen Sieger getippt, Mondi, Tirim und ich mit meinem Unentschieden. Ja, knapp, ne? War knapp. Nun gut, okay, dann bekommt Rira, Mondi und Tirim bekommen noch ein Fläschchen. Rira, Mondi, Tirim. Rira, Mondi und Tirim. So. Zur letzten Partie. Island gegen Kroatien. Kroatien hat mit zwei Toren gewonnen. 1-2. Max Games hat das wieder genau vorausgeahnt. Also, Alter. Max Games, wie? Ich meine, er war auch der Erste, der hier getippt hat. Ne? Ich meine, wie? Das ist beeindruckend. Ich finde es beeindruckend. Okay, alles klar. Max Games, der Gewinner des Tages irgendwie, ne? Ja, drei Fläschchen. 1-2-3. Wow. Dann, wer hat Kroatien denn vorne gesehen? Nee. Tirim und ich. Tirim und meine Wenigkeit bekommen jetzt noch ein Fläschchen. Und das war's dann. Tirim und zu guter Letzt ich. So, kommen wir jetzt zu den Spielen von heute. Ja, heute ist das Entscheidungsspiel Südkorea gegen Deutschland. Wenn wir mit zwei Toren Vorsprung gewinnen, ich habe das jetzt nicht durchgerechnet, aber es hieß, dann sind wir wohl auf jeden Fall durch. Ja, das wird
Also ein Sieg muss auf jeden Fall her und ich denke, gegen die Südkorea sollte es auch drin sein. Ansonsten spielt noch zeitgleich Mexiko gegen Schweden. Alles um 16 Uhr. Ich denke, das wisst ihr. Und es fängt auch jetzt gleich schon an. Ich habe nämlich sehr spät jetzt erst diese Aufnahme hier gemacht mit dem Hochladen. Ich denke mal, noch kurz vor Anpfiff solltet ihr die Folge hier sehen können, wenn ihr überhaupt vor dem Rechner oder überhaupt Lust dazu habt. Ich glaube, vor dem Deutschlandspiel wahrscheinlich nicht, vielleicht danach. Ne? Ja, mein Tipp ist 2:0 für Deutschland. Ja, so, das sage ich jetzt hiermit. Offiziell, das ist mein Tipp. Habe ich auch so aufnotiert. Huch. Ja, mal gucken, wie weit wir damit kommen. Also das würde reichen. Und heute Abend um 20 Uhr spielen Schweiz gegen Costa Rica und zeitgleich Serbien gegen Brasilien. Tja, zur Tabelle von heute, wenn ich das noch kurz anmerken darf. Frankreich und Dänemark sind in der Gruppe C, sind weitergekommen und in der Gruppe D Kroatien und Argentinien. Das heißt, Frankreich spielt jetzt im Achtelfinale gegen Argentinien und Dänemark gegen Kroatien. So. Damit habt ihr alle Informationen, die ihr braucht. Jetzt wünsche ich euch ein glorreiches Fußballfest, ein überschwängliches, wundervolles, torreiches Spiel der Deutschen gegen die Südkoreaner. Und wir sehen uns dann morgen wieder und hoffentlich dann mit froher Kunde und wieder einem super Thumbnail, in dem ich groß in Großbuchstaben Schland schreibe und viele Ausrufezeichen. Ja, das würde mich freuen. Gut, dann sehen wir uns morgen. Macht es gut. Bis dahin. Ciao.